Ein Leser hat mich gefragt, ob ich einmal ein Video zu dem Thema Knacken im Kiefergelenk und seitlich verschobener Kiefer machen kann. Dieser Bitte möchte ich mit diesem Video nachkommen, denn in der Tat ist es so, dass ein Knacksen im Kiefergelenk oder ein seitlich verschobener Kiefer die Konsequenz sein können von muskulären Disbalancen, von muskulären Fehlspannungen. Ich möchte in diesem Video auf drei Dinge eingehen. Ich möchte euch zuerst erklären, was diese Probleme auslösen kann, welche Muskeln diese Probleme auslösen können. Und dann möchte ich auf Ursachen eingehen, also die noch einen Schritt vor den Auslösern liegen, die noch etwas ursprünglicher sind, die Ursachen. Und dann möchte ich natürlich auch noch sagen, was man jetzt dagegen tun kann und dann auf einige Inhalte verweisen, die ich bereits schon vor längerer Zeit produziert habe. Kommen wir zu dem Thema, das habe ich mir aufgeschrieben, Auslöser. Wenn wir jetzt über einen unsauberen Kieferschluss sprechen und Knacksen im Kiefergelenk, der Kiefer ist leicht nach links oder rechts verschoben und wenn wir ihn öffnen und schließen, dann knackt es manchmal. Dann gibt es hier vor allem zwei Muskeln, die diese Probleme auslösen können. Vorausgesetzt natürlich, dass das Ganze ein funktionelles, ein muskuläres Problem ist und kein strukturelles. Diese Muskeln heißen, diese Namen könnt ihr gleich wieder vergessen, Pterygoideus lateralis und medialis. Das sind zwei Muskeln, die sich hier im Bereich eures Kiefergelenks führen und die zur Funktion haben, den Kiefer zu bewegen. Und wenn sie sich einseitig anspannen, das heißt nur links oder nur rechts, dann verschieben sie den Kiefer zur linken oder zur rechten Seite. Und wenn sich jetzt hier in diesen Muskeln Verspannungen befinden oder Triggerpunkte, die die Ansteuerung der Muskulatur etwas stören, dann kann das dazu führen, dass der Kiefer vermehrt in die eine oder andere Richtung geschoben wird. Dadurch wird das Gelenkspiel im Kiefergelenk gestört, weil die Gelenkflächen nicht mehr optimal miteinander in Verbindung stehen, nicht mehr optimal zusammenspielen. Und dann kann es eben zu Knacksen im Kiefergelenk kommen, wenn man den Kiefer bzw. den Mund öffnet oder schließt. Das heißt beim Sprechen, beim Kauen oder sonstigen Dingen. Diese beiden Muskeln sind also die Auslösefaktoren, können sie sein für diese Probleme. Jetzt ist natürlich die Frage, wo liegen hier die Ursachen? Und die Ursachen für diese Verspannungen und Triggerpunkte in diesen beiden Muskeln, die sind in allen Dingen zu suchen, die diese Muskulatur überlasten können. Und das sind ganz vielfältige Faktoren. Ja, das sind viele. Angefangen von aktiven Überlastungen des Kiefers bis hin zu mehr emotionalen Überlastungen, wenn wir hier über Stress sprechen. Ich möchte euch aus beiden Bereichen ganz kurz ein kleines Beispiel nennen und dann möchte ich auch schon weitergehen und euch sagen, was man jetzt hier dagegen tun kann. Sprechen wir kurz über die aktiven Überlastungen. Wenn ihr sehr viel Kaugummi kaut, ja, das kann die Kiefermuskulatur in der Tat überlasten. Aber auch Hobbys wie zum Beispiel das Spielen von Blasinstrumenten, wo der Kiefer auch wieder mal ein bisschen zur Seite oder nach vorne oder nach hinten geschoben werden muss, um bestimmte Töne zu erzeugen oder um irgendetwas im Mund einzuklemmen. Ja, das kann die Muskulatur überlasten und dann zu Verspannungen und Triggerpunkten führen, die dann in der Folge den Kiefer leicht depositionieren, in eine nicht mehr ganz optimale Position ziehen und dann kann es eben zu den eingangs erwähnten Problemen kommen. Dann gibt es aber natürlich auch noch Dinge wie emotionalen Stress, ja, der dazu führt, dass sich hier die Muskulatur anspannt. Wenn wir einen Stress haben, das definiere ich meistens so, wenn wir einer Situation, vor der wir stehen, wenn wir da nicht gewachsen sind, wenn wir irgendwas machen möchten, es aber nicht tun können oder irgendetwas tun sollen, aber nicht die Mittel im Moment dazu haben, dann entsteht oft ein Stress und Stress führt sehr oft zu einer Erhöhung der Muskelspannung, wo im Körper, das ist ein wenig unterschiedlich von Person zu Person und auch unterschiedlich
von der Art des Stresses. Ja. Das wird jetzt aber zu kompliziert, hier drauf einzugehen. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass der Stress zu einer Erhöhung der Muskelspannung führen kann und auch vor allem hier im Bereich des Kiefers. Und da gibt es auch ganz schöne alltägliche Sprichwörter wie Zähne zusammenbeißen und durch. Ja? Und da kann man sich dann natürlich auch selbst fragen, ja, was für Situationen sind das denn dann, die zu Verspannungen im Kiefergelenk führen können, weil ich die Zähne zusammenbeiße, ja, und jetzt durch eine Situation durch möchte. Das sind Ursachen für die muskulären Verspannungen, die dann an und für sich selbst die Auslöser sind für das Knacksen im Kiefergelenk oder einen seitlich verschobenen Biss. Ja, das ist möglich. Was kann man jetzt dagegen tun? Schritt Nummer 1 ist natürlich erstmal in Anführungsstrichen Schmerzbegrenzung, Schadensbegrenzung zu betreiben, indem man einfach die betreffende Muskulatur massiert und lockert. Ja, das wirkt wie ein natürliches Schmerzmittel. Es lindert die muskuläre Spannung, beseitigt dadurch dann A, Schmerzen, das ist möglich, und B, hilft es auch, die Kiefergelenksfunktion wieder zu verbessern, meist aber nur vorübergehend, weil wir ja nicht an den Ursachen arbeiten und dann diese Verspannungen relativ schnell wiederkommen können. Trotzdem macht das wirklich Sinn, diese beiden Muskeln einmal zu massieren. Ich verlinke die Muskeln hier unter der Beschreibungsbox, in dem Video oder in der Beschreibungsbox besser gesagt. Dort gelangt ihr dann auf meine Website und dort zeige ich ganz detailliert in Schrift- und Bildform, wie ihr diese Muskeln massieren könnt. Und in Videoform gibt es da das auch noch dann in bestimmten Produkten, die ich anbiete. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr die Muskulatur durch die Massage gelockert habt, dann macht es auch noch Sinn, Entspannungsübungen für das Kiefergelenk auszuführen. Da habe ich vor einigen Jahren schon mal ein Video zu gedreht. Das werde ich hier in den Infokarten oben in YouTube jetzt dann einblenden. Da könnt ihr da mal draufklicken und euch das anschauen. Das Video ist schon recht alt von mir. Aber diese Übung ist hervorragend geeignet nach einer Massage der Kiefergelenksmuskulatur, weil sie hilft, einfach die Koordination hier im Bereich des Kiefers etwas zu verbessern, obwohl wir gar nicht direkt mit dem Kiefer, sondern mit unserer Zunge arbeiten, und auch hilft, die Muskelspannung im Kiefer zu normalisieren. Eine wirklich ganz hervorragende Übung. Und wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr euch unbedingt mit den Ursachen für diese Beschwerden auseinandersetzen. Es kann natürlich sein, dass ihr zum Beispiel einen Bruch einmal im Kiefergelenk hattet, ja, und der ist ausgeheilt, dann gibt es da natürlich nicht viel weiter, worum man sich kümmern müsste. Aber in der Regel sind es nicht so starke Traumata wie eine Fraktur, die Probleme auslösen, sondern wie gesagt viel mehr Ursachen wie ungünstige Angewohnheiten im Alltag, wie zum Beispiel zu viel Kaugummi kauen oder emotional belastende Situationen, die dann zu einer permanenten Anspannung der Kiefermuskulatur führen oder vielleicht zu einem Knirschen und Reiben der Zähne in der Nacht. Alles Dinge, die dann die Kiefermuskulatur überlasten können. Werdet euch diesen Ursachen bewusst. Wie macht ihr das? Der erste und einfachste Schritt wäre, auch wieder auf meine Website zu schauen. Schaut euch diese beiden Muskeln an und im vierten Kapitel von jedem dieser Muskeln findet ihr einen Punkt, der heißt Entstehung von Triggerpunkten. Und dort erkläre ich dann nochmal, welche Faktoren dazu führen können, dass die Muskulatur dort überlastet. Nehmt euch am besten einfach mal ein Blatt Papier zur Hand, lest euch das durch und schreibt euch auf, womit ihr euch identifizieren könnt, was für euch oder bei euch eventuell zutrifft. Und überlegt euch dann, wie und ob ihr daran arbeiten könntet. Allein schon das Bewusstmachen bestimmter Ursachen, bestimmter Probleme, Herausforderungen im Alltag kann hier wirklich Linderung verschaffen, weil man es sich einfach ins Bewusstsein reinholt und schaut, woran könnte das denn liegen, dass meine Kiefermuskulatur verspannt ist. Gut, damit möchte ich mich von diesem doch eher ausführlichen Video verabschieden. Bedanke mich für eure Zeit und hoffe, dass ich euch mit diesen Erklärungen ein klein wenig weiterhelfen konnte.